Vielen Dank, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Jung, es ist richtig, wir sind am Beginn einer schweren wirtschaftlichen Situation für unser Land, und die endet nicht am 31.12. diesen Jahres. Das Ziel eines Konjunkturpaketes muss es sein, die Binnenkonjunktur so zu stärken, dass wir so schnell wie möglich aus dieser Krise auch wieder herauskommen. Und das Herzstück, das sagen Sie ja selbst, sagt der Bundeswirtschaftsminister, der Finanzminister, das Herzstück Ihres Konjunkturpaketes ist eine vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer vom 1. Juli bis 31. Dezember. Sie haben gerade davon gesprochen, dass Sie entlasten wollen. Die Wahrheit für viele Mittelständler, für viele Familienbetriebe ist ein irrer bürokratischer Aufwand. Es ist zunächst eine Belastung des deutschen Mittelstandes, diese Mehrwertsteuersenkung, meine Damen und Herren. Und Sie werden doch auch die Briefe der Mittelständler bekommen, die sich zurzeit beschweren, die sagen, diese Umsetzung zum 1. Juli wird gar nicht rechtssicher funktionieren. Und zum Zweiten, es ist mehr als fraglich, ob dieses Geld auch bei den Menschen ankommt. Ich will Ihnen meine Sorge hier ausdrücken. Meine Sorge ist, dass vor allem die profitieren werden, die ohnehin gut durch die Krise gekommen sind, zum Beispiel die Online-Versandhändler, meine Damen und Herren, die diese Mehrwertsteuersenkung, weil ihre Preise durch Algorithmen festgelegt werden, überhaupt gar nicht weitergeben werden. Das ist unter Umständen, Herr Scholz, kein Steuerhilfegesetz. Das ist vielleicht ein Amazon-Hilfegesetz, aber das ist nicht das, was unser Land jetzt braucht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das Politbarometer hat herausgefunden, dass 85% der Menschen in Deutschland nicht daran glauben, dass diese Mehrwertsteuersenkung bei ihnen ankommt. Der Wissenschaftliche Beirat des Finanzministers meldet Zweifel an. Beamte des Bundeswirtschaftsministers sind nicht überzeugt. Und selbst in der besten Rechnung, selbst wenn man glaubt, alles wird weitergegeben, würde ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland 30 Euro im Monat sparen. Aber, meine Damen und Herren, wenn nicht einmal die Menschen, die davon profitieren, Vertrauen fassen, dass diese Wirkung wirklich entfaltet wird, dass diese Mehrwertsteuersenkung ankommt, dann ist sie vor allem eins, meine Damen und Herren, dann ist sie ein falsches Instrument zur Belebung der Konjunktur in Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es wäre besser, jetzt das zu tun, was sogar die Wirtschaftspolitiker der CDU, CSU fordern und erwartet haben vom Konjunkturpaket. Es wäre jetzt richtig, die kleinen und mittleren Einkommen in Deutschland zu entlasten, zum Beispiel über den Abbau des Mittelstandsbauches. Es wäre jetzt richtig, so wie es die Union selbst gefordert hat, den Solidaritätszuschlag rückwirkend zum 01.01.2020 vollständig abzuschaffen, denn auch kleine und mittlere Einkommen zahlen in diesem Jahr. Das wäre der Konjunkturimpuls gewesen, den unser Land jetzt braucht, meine Damen und Herren. Und zum Kinderbonus ein Wort. Herr Jung, Sie sind nicht ehrlich, wenn Sie sagen, dass alle Kinder, alle Familien profitieren in Deutschland. Die Wahrheit ist, er wird voll steuerlich angerechnet. Anders als bei üblichen Kindergelderhöhungen wird er voll steuerlich angerechnet. Viele Familien werden ein böses Erwachen mit der Steuererklärung 2020 erleben. Sie werden feststellen, dass es einen Profiteur dieses Kinderbonus gibt. Der sitzt dort, das ist der Bundesfinanzminister, weil er die Steuern zurückerhält, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch das ist kein konjunktureller Impuls. Und wenn dieses Konjunkturpaket nicht funktioniert, dann werden wir in Deutschland doppelt verlieren. Sie haben gerade auf die neuen Schulden hingewiesen. Dann werden wir mehr Schulden haben und mehr Arbeitslose. Und genau das darf nicht passieren, Herr Jung. Und ich will Ihnen eins sagen, auch wir sind bereit, nicht nur beim ersten Paket des Nachtragshauses, sondern auch jetzt die Konjunktur anzukurbeln und dafür Kredite aufzunehmen. Aber es ist dann auch richtig, alles zu aktivieren, was da ist. Es ist dann auch richtig, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren und nicht nur 57 Mehrausgaben, sondern auch da deutlich zu machen, wo man Einsparungen machen kann. Und vor allen Dingen ist eines richtig, dass jetzt mit diesem Nachtragshaushalt alle Rücklagen des Bundesfinanzministers aufgelöst werden. Sie machen das exakte Gegenteil. Das exakte Gegenteil. Was Sie machen, ist, die Rücklage des Bundesfinanzministers von knapp 40 Milliarden Euro auf 50 Milliarden Euro zu erhöhen. Das sind die Steuern der Menschen in Deutschland. Sie enthalten ihnen diese Steuern vor. Es wäre jetzt richtig gewesen, das Geld den Menschen zu geben, damit die Konjunktur in Deutschland wieder in Schwung kommt. Und das bleibt insbesondere die Union schuldig, dieses Versprechen einzulösen. Ich danke Ihnen.